bei meinem Animation, ja, ich weiß nicht, wie ich es nenne. Auf jeden Fall habe ich dieses Modell animiert. Ihr kennt es alle wahrscheinlich, oder viele kennen es schon. Es ist von Hangul, das Madara-Modell, das Gute. Obwohl mir seine Beinarbeit nicht sehr gefällt, naja. Auf jeden Fall, ich habe es animiert, also ich habe es bekommen von jemandem und habe es dann anschließend auf mein Stil animiert. Schaut euch einfach selbst an. Ich habe ja viele Daten aus dem Spiel genommen. Vielleicht kommt euch das ja bekannt vor. Entschuldigung, ich war gerade erst draußen und habe 3 bis 4 Stunden Basketball und Fußball gespielt und ich bin gerade ein wenig fertig und meine Stimme macht auch nicht mehr allzu viel mit. Eine ganz normale Attack-Animation, die Animationen sind schon ein wenig älter. Von daher tut mir leid, wenn noch einige Fehler und sowas drin sind. Seht ihr, wie schön das Modell fliegt? Boah, habe ich mir echt Mühe gegeben, aber das ist noch... Diese Animation war wirklich schwer. Aufgrund, wie ihr seht, der Fächer schlägt ein wenig aus. Das kommt daher, dass ich ihn nicht den extra Fächer genommen habe, sondern den so hingelegt habe. Vielleicht war das ein kleiner Fehler, aber okay. Diese Animation ist nicht bei mir. Ich habe jetzt schon bereits die neue gemacht, aber... Seht selbst die von Ding von Thoma, seine Kartonanimation, seine Feuerwand. Walk Animation bei mir. Also die Todsterbenszene bei mir. Wie langsam sein Fächer herunterrutscht. Die Morph ist ein wenig überarbeitet, aber ursprünglich von Thoma. Ganz normales Stand. Sein Attack Alternate, nachdem er seinen Susano Knochen rausholt. Was ich mir sehr viel Mühe gebe, war bei dieser Animation. Während ich diese Animation irgendwie nicht so gut hinbekommen habe. Aber okay. Es gehört sowieso nochmal drüber gearbeitet, ist schon älter. Diese Animation ist leider noch bei Thoma. Das scheint wohl nicht mein aktuelles Modell zu sein. Weil ich habe das bereits auch schon überarbeitet. Auch bei Thoma. Dies ist auch ursprünglich bei Thoma. Bisschen von mir... editiert. Bestimmt wollen einige etwas mehr sehen von Madara. Hier ist sein Gesicht. Also er hat sich da Mühe gegeben, also das darf man, kann man nicht übel nehmen, ist ja auch wirklich kleines Modell. Also ich hoffe, es hat euch gefallen an sich. Dieses Modell sieht man nicht überall. Und ja,
wenn es einige Anfragen gibt, könnt ihr mich anschreiben, Kommentare, alles, ich werde versuchen, was ich kann, es zu animieren. Am besten sind natürlich Models, die bereits geboned sind, also bereits Knochen besitzen, weil ich selber kann nicht bonen und hab da immer Hilfe. Also, ich schreibe auch drunter in die Kommentare wegen meinem Map-Projekt, also. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.